der ÖEL geschickt hat. Und das war fast das 1:0. Bei diesem Schuss. Ja, aber sowas kann dann wahrscheinlich der Schütt dann. Schuss war vom heutigen Captain, von Joshua Bechert. Und da der Nachschuss und das 1:0 durch Moritz Steiner, dem Assistant-Captain. Das hat den jetzt sehr wohl erschüttert. Im Nachschuss 8:53 gespielt. Powerplay-Tor und die haben noch gesagt, das wird schwer. Bewegt er sich nicht, aber ja, aufgepasst. Gehen jetzt geht es auf die andere Seite. 97 Ausgleich. Johannes Putsch. Das Megatalent aus Osttirol. 6 Minuten fit und trifft. 6 Minuten 32 vor dem Ende. Schön dazwischen gestochen hier diesen Querpass. Und es klingelt beim Geburtstagskind. Es steht jetzt 1:1. Aber jetzt aufgepasst, noch eine Chance. Und der Treffer durch die Nummer 18, Florian Springer. War so ein Abwehrfehler jetzt. Ja, schrecklich. In Unterzahl. Ein Shorthander, ein Powerplay-Goal, ein Wahnsinn. Oder? Die Nummer 8, das ist der Nikolas Manni, aber jetzt der Ausgleich. Ausgleich. Durch die Nummer 29, Rafi Pstiller. 2:2. Ja, verdient dieser Ausgleich eine Menge an Chancen im zweiten Drittel für Huben. Und schau, wie der junge Mann streut, wie Honigkuchen fährt. Aber echt, das Spiel ist super zum Anschauen. Das ist ÖEL, das ist dritte österreichische Liga. Das ist Eishockey mit Herz. Von Amateuren gespielt. Und der Führungstreffer, Holzer. Schuss ist von der Nummer 86. Kummer. Philipp Holzer. Ja. ...3:2 für die Gäste. Erste Führung für die Eisbären. Der fällt ab, der nimmt dem Goalie die Sicht. Oh, super Spiel! Sechs. So geht's. Elias Mattersberger. Ja. Sehen wir in der Wiederholung diesen Treffer. Super kombiniert. Der Hobener. So spielt man Powerplay, schalalalala. Rippler, was für ein Backhand-Pass. Oh. Schwarzer, ja bist du deppert. Was für ein Tor, Jakob Schwarzer. Die vermiesen aber dem Sprachmann die Geburtstagsparty, aber extremst. Der Pass von Rippler, unglaublich. Rippler. Also Backhand, schöner kann man es nicht machen. Als daten die schon länger zum Spülen. Lanzinger, Flo Lanzinger, dankt sich dadurch. Schöner Move. Oh. Und das war noch einmal die Chance. Und da ist er, Flo Lanzinger. Habe ich es wieder verschrien, gell? Mit neun Schlusstreffer. Ja, du machst den Mund auf und schon ist Theater. Just. Ja, die Nummer 24 mit dem Treffer. Hast richtig gesehen. Aber auf Sport-Fan auf Facebook bringen wir dann wieder einen Zusammenschnitt von diesem Spiel. War mal eine gute Chance und ein Treffer. Jetzt Florian Springer. 49 Sekunden vor dem Ende. Beglückt er uns da noch einmal mit einem Tor. Und lieber Ernstl, ich wiederhole mich, mein kleiner Zehn täuscht sich nicht. Ja, ja. Der Linke. Da ist sie. 3:1. Au. Und Zuben mit dem Sieg. Im ersten Saisonspiel
Ich sage jetzt gleich mal Babadabal und gehe aufs Eis und wir hören und sehen uns gleich wieder. Wir haben mit vier Linien durchgezogen, haben die Sachen umgesetzt, die was wir uns vorgenommen haben. Was soll man sagen? Das ist aber dann Dreier starten, ist perfekt. Es war nicht leicht, gell? Man darf nie unterschätzen, man darf nie aufgeben. Aber die Truppe hat super gemacht, gell? Muss man sagen. Und besonders die jungen Spieler haben sich ja schon bestens integriert gezeigt. Wir haben gerade in der Kabine gesagt, dass es super ist, dass eigentlich die jungen Spieler die Tor geschossen haben. Gell? Es waren einfach, aber das ist schon unser Leben. Wir spielen das so, egal wer die Tor macht. Gell? Wenn man super zusammenhält, die Truppe arbeitet hat. Gell? Jetzt haben wir wieder Training nächste Woche und dann kommt Steindorf. Gell? Das Spiel ist schon zu nachhaken. Das ist ja eine Zeit her, wo wir die erste Partie mit wenig Training schon gewonnen haben. Schauen wir mal, was die Saison bringt. Wir haben gut trainiert. Nächste Woche trainieren wir auf heimischem Eis und dann kommt Steindorf. Unglaublich, aber ich habe ein paar Sachen gesehen, die ich so von Huben nicht gesehen habe. Nämlich spielerisch zum Beispiel der Backhandpass vom Alex Rippler beim Antor und da sonst ein paar Kombinationen. Was macht denn der neue Trainer anders? Der neue Trainer bringt einen Haufen Schwung mit, macht es professionell, richtig professionell. Wir trainieren seit 3 Monaten off-ice und immer schon mit dem Playbook arbeiten wir. Wir haben unsere Taktik und die probieren wir so gut wie es geht zu umsetzen. Und heute hat es teilweise geklappt. Ein paar Fehler machen wir noch natürlich, aber die werden wir schauen, das nächste Mal weniger zu machen. Die Saison ist ja noch jung. Der Trainer hat gesagt, ihr seid erst bei 80%. Wollen wir jetzt einen Co-Trainer einmal verbieten, dass er Fake-Fotos postet? Das ist eh lustig, das hat er gibt es immer alle Jahre. Und ein paar glauben es immer noch. Ja, ich bin zum Beispiel her wieder drauf reingefallen. Wir haben ja heute den Trainingslager immer isolierter in der Kabine. Ja. Das müsst ihr dann nachher einmal vorspielen. Ja. Das heißt Rüdiger. Nein. Unbedingt, Martin. Danke. Ciao. Florian Springer haben wir da, Doppeltorschütze heute. Also für dich ein Erfolg, aber als Mannschaft verloren. Was sagst du zum Spiel heute? Ja, war okay. Das erste Drittel haben wir nicht so schlecht gespielt. Dann haben wir aufgehört zum Spülen, dann sind sie härter gekommen, das haben wir als junge Mannschaft nicht so gut vertragen. Ja, daraus kann man nur lernen. Was hat euch denn der Gü in Worst Timeout genommen hat, nachdem ihr schnelle Gegentore gekriegt habt, was hat er denn da gesagt? Ja, dass wir nicht Angst haben sollen in die Ecken, dass wir die Zweikämpfe fertig fahren sollen und einfach unser Spiel wieder zurückkommen sollen und das Spiel weiterspielen, so wie wir es von Anfang an gespielt haben. Wenn man anschaut, ihr habt es aber bis zum Schluss nicht aufgegeben, habt ihr dann noch den Anschlusstreffer geschossen, zu mehr hat es dann leider nicht gereicht. Ja, leider. Oft ist es so, dass man knapp davor, knapp vor dem Ziel noch zubekommt, aber wenn es nicht reicht, reicht es nicht. Das nächste Mal werden wir besser spielen und gewinnen wir die Partie. Servus Günther, heute ein 4:5 mit einer ganz neuen Line-Up und alles. Du bist da im Timeout ein bisschen lauter geworden, aber was ist dein Resümee zum Spiel? Für die jungen Burschen wieder gelernt? Naja, klar. Man hat gesehen, Huben ist körperlich stark. Wir haben viele Junge gehabt, wo wir Probleme gehabt haben, ein bisschen zurückgezogen, logisch, ist ein Gewichtsunterschied. Aber das ist der Lernprozess, warum wir in der Liga spielen. Aber für ÖEL, also das Niveau hat man heute wieder gesehen, ist entsprechend hoch und für die jungen Leute einfach gut. Ja, absolut, können wir nur lernen davon, gegen ältere spielen, Leute in der Bundesliga gespielt haben, schon jahrelang da spielen. Und das ist super für die Jungen und heute haben wir extrem Junge einbauen können. Und ich hoffe, die nehmen was Positives mit von ihm. Ihr wart ja heute auch deswegen so ersatzgespielt, weil viele bei Nationalteams waren. Das zeichnet ja die Nachwuchsarbeit aus, dafür macht man die ja. Ja, heute mit einer Krankheit, ein paar in Kitzbühel, Nationalteam. Aber das ist okay, dafür haben wir Junge, die was nachrücken und können ein bisschen schnuppern und eben lernen. Das also Günther Lanzinger, ich sage danke euch fürs Zuschauen. Der Ernst Krawagner hat euch die tollen Bilder geliefert, ich hoffe, wir haben uns ein bisschen unterhalten können. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Wo wir übertragen, erfahrt es dann wieder auf sport-fan.at. Heute noch einen schönen Samstagabend und bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba.